So, hallo und ich muss euch mal gerade machen. Warte mal. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Täglich grüßt der Hundetrainer. Wir wollen uns heute mal mit Entwurmung bei Hunden auseinandersetzen. In einem der letzten Videos haben wir so ein bisschen auch über Parasiten gesprochen und wir werden demnächst auch mal eine ganz große Folge rund um Parasiten und Behandlung beim Hund machen. Wir haben auch schon Videos zum Thema Zecken. Findet ihr auch unten. Da habe ich so ein bisschen erklärt, wie ich mit dem Thema Zecken umgebe. Heute wollen wir mal aber über das Thema Entwurmung sprechen. Aufgekommen ist die Frage hauptsächlich, als wir in unserem Video Hilfe, mein Hund frisst Scheiße, über das Scheißefressen gesprochen haben. Denn da ist tatsächlich das Einfangen von Würmern eins der größeren Probleme. Da kam halt auf die Frage, hey, wie entwurme ich überhaupt? Was ist sinnvoll? Was hältst du davon? Ist ja Chemiekeule und so weiter und so fort. Also, darüber wollen wir reden. Wir werden uns als allererstes mal anschauen, woher kommt denn überhaupt die Idee zu entwurmen? Also, welche Quellen können wir da heranziehen? Und zweitens, da gibt es nämlich dann so ein gewisses Schema, auf das wir eingehen wollen. Wie sinnvoll ist dieses Schema? Was ist dieses Schema und wie sinnvoll ist das? Also, es geht um das Thema Entwurmung bei Hunden. Los geht's! Also Entwurmung. Wir machen das mal ganz einfach. Ich will erstmal nur ganz, ganz einfach sagen, was es zum Thema Würmer zu sagen gibt. Es gibt da ganz viele verschiedene. Ihr findet unten einen Link, da sind die alle mal ganz gut beschrieben und aufgelistet und dann seht ihr auch, welche Auswirkungen das hat. Fakt ist, und das ist ganz einfach ausgedrückt, ein Wurm ist ein im Wirt lebender Parasit, der sich von dem Wirt oder von seiner Energie, die ihm zugeführt wird, also wie zum Beispiel im Essen oder den Nährstoffen im Blut, ernährt. So, Würmer sind also erstmal per se nichts, was ich im Hund haben will. Ganz einfache Geschichte. So, ein bisschen hier, warte mal. So, wir wollen also alle keine Würmer im Hund haben. Ich habe in den letzten Jahren tatsächlich sogar den einen oder anderen Hund gehabt, den es richtig übel erwischt hat mit Würmern. Jetzt gerade erst den Louis, der Herzwürmer hatte, der hat die quasi aus dem Ausland mitgebracht. Und der hatte da richtig mit zu kämpfen. Herzwürmer ist echt kein Spaß. Aber auch Hakenwürmer, Fadenwürmer oder Spulwürmer, die sich im Darm ansetzen, sind auch kein Spaß. Die können deinen Hund früher oder später umbringen. Die rauben dem schlichtweg alle Energie zum Leben. Und dann kann jede kleine Erkältung, jeder kleine Infekt, jeder kleine Virus, jedes kleine Bakterium, wenn dein Hund einfach keine Energie hat, um dagegen anzukämpfen, weil die Würmer ihm das alle klauen, weil der Hund einfach keine Basis hat, um damit klarzukommen, kann sein, dass das den umbringt. Und dann ist es nicht der Infekt gewesen, an dem er gestorben ist, sondern letztlich sind die Würmer das ausschlaggebende Kriterium gewesen. So, das halten wir einfach mal so zum Thema Würmer fest. Das ist super oberflächlich. Wir werden, wie gesagt, eine ganz, ganz große Folge nächstes Jahr machen, wo wir mal richtig intensiv auf alle verschiedenen Parasiten eingehen. Vielleicht werden es auch zwei Folgen, wenn es sehr, sehr lang wird, aber da werden wir mal richtig alles zusammenfassen. Intern, extern, Flöhe, Zecken, Würmer, Läuse, alles, was da gibt. So, jetzt wollen wir uns überlegen, oder jetzt schauen wir uns als nächstes an, wer sagt denn oder welche Ideen gibt es denn zum Thema Entwurmen und wo kommt das her? Und da meine ich jetzt nicht, dass Frau Müller sagt, sie entwurmt nicht und sie gibt Kokostabletten, das wäre genauso gut. Ja, also irgendwer hat ja gesagt, hier Entwurmen ist sinnvoll und wichtig. Wo kommt das her? Das kommt erstmal prinzipiell von Tierärzten, logischerweise. Ne? Man muss ja irgendjemand mit einem Fachwissen dahinter sein. Und es gibt das sogenannte ESCCAP, European Scientific Council Companion Animal Parasites. Also das ist ein europäisches Komitee über Tierparasiten. Die machen also nicht nur Hunde, die machen auch Pferde, Katzen und so weiter und so fort. Aber Hunde ist natürlich ein sehr, 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 sehr großer Teil des Ganzen. So. Und dieses ESCCAP, das waren ursprünglich, ich glaube, mal 8 Länder, die das aufgebaut haben. Mittlerweile sind es 12 europäische Länder, die daran teilnehmen. Der Kopf, also die Führungsriege dieses Councils, wird immer wieder ersetzt. Alle 6 Jahre gibt es da also eine neue Riege mit Wählen. Also das ist so ein bisschen wie eine Mischung aus Politik und der ständigen Impfkommission, die wir jetzt so ein bisschen immer wieder rund um Corona hören. Also dieses ESCCAP gibt Leitfaden und Richtlinien raus, wie man
in welchem Fall mit Tieren gegen Würmer vorgehen kann. So. Die sagen dir jetzt nicht unbedingt, du musst das Mittel benutzen, sondern die sagen, wenn du so und so lebst, dann halten wir es für sinnvoll, den Hund so und so oft zu entwurmen. So. Und dieses ESCCAP ist tatsächlich für mich die einzige neutrale, überfassende Quelle, die ich bei Entwurmungen heranziehe. Also ich kenne nicht viele mehr, aber da, wenn man sich da mal ein bisschen einliest, ihr findet den Link unten und ihr findet auch gleich das Schema, das ich euch zeige. Und wenn man sich da mal so ein bisschen einliest, sieht man wirklich, hey, das klingt plausibel. Also die haben sich eine Idee gemacht, die haben sich einen Gedanken gemacht, wie man das am besten aufbaut. So. Also das ESCCAP gibt Richtlinien, Leitlinien vor und sagt, pass auf, wenn dein Hund so und so lebt, dann ist es sinnvoll, so und so oft zu entwurmen, weil Würmer wirklich ein großes Problem sein können. Und du kriegst es ja ewig nicht mit. Ne? Es ist nicht so, dass die beim Kacken dann hinten rauskommen. Wenn das soweit ist, ist es schon richtig, richtig heftig. Und das habe ich in Rumänien gesehen. Ne? Wir hatten da einen Wurf Welpen und wenn die gekackt haben, da waren da Würmer drin ohne Ende. Und das von den Welpen hat's zwei Drittel haben es nicht geschafft. Weil du kannst echt Pech haben. Ist einfach so. So, also, halt mal fest, jetzt wissen wir, was Würmer ist, wo die Empfehlung herkommt. Jetzt gucken wir uns die Empfehlung an sich mal an. Und zwar gibt es da ein Schema, das in Bildform aufgearbeitet ist. Jetzt, ich zeige euch das Bild auch an. Das ist die offizielle Quelle und das offizielle Bild vom ESCCAP. Das heißt, genau da findet ihr das auch. Könnt euch übrigens auch beim ESCCAP über alle Wurmvarianten informieren. Wirklich, es gibt tausende Peitschenwürmer, Hakenwürmer, Spulwürmer, Bandwürmer, Herzwürmer, Filarien, Lungenwürmer. Also ihr könnt da mal so ein bisschen, und dann wisst ihr schon, entwurmen wäre vielleicht wirklich nicht so schlecht. So, jetzt gucke ich gerade mal, dass ich das Bild hier auch finde, damit ich das nämlich vorlesen kann. Aber ich zeige es euch an. So, ihr seht jetzt also hier das Bild aufgezeigt. Und genau so gehe ich damit auch um. Also, so rate ich das. Zumindest bei jungen Hunden würde ich mich sehr stark dran halten oder bei Hunden, die ich nicht kenne, wo ich nicht weiß, wie sie drauf sind. Wenn eure Hunde älter sind und ihr wisst, dass sie sich gut verhalten und dass gewisse Dinge, die jetzt in diesem Schema vorkommen, für euch kein Problem darstellen, dann mag das auch ein bisschen anders funktionieren. Also, das allererste Mal, was wir versuchen herauszufinden, ist, wie hoch ist das Risiko, dass euer Hund mit Würmern in Kontakt kommt und sich die einfängt. Das ist die Grundlage dieser Grafik. Der erste Punkt, der da abgefragt wird, ist, hat euer Hund freien Auslauf? Also wirklich ohne Leine im Feld oder im Wald unterwegs? Ja oder nein? Wenn euer Hund freien Auslauf hat, dann ist wieder die Frage, findet er ohne oder mit Aufsicht statt? Und jetzt kommen wir relativ schnell an den Punkt, wo wir die Risikogruppen kennenlernen. Wenn euer Hund zum Beispiel also freien Auslauf hat und der ohne Aufsicht stattfindet, also als Beispiel, ihr habt ein riesengroßes Waldgrundstück, in dem der Hund quasi ganz Tag machen kann, was er will und abends ruft ihr den rein. Oder ihr seid Jäger und auf der Jagd rennt der Hund irgendwem hinterher, einem Fuchs, einem Wildschwein und was der da genau macht, bevor der nach 5 oder 10 Minuten wiederkommt, wisst ihr nicht. Oder euer Hund büxt ständig aus und macht eigentlich im Wald so sein Ding, wäre ja auch möglich. Dann seid ihr Risikogruppe D. Das ist die höchste Risikogruppe. Also soll heißen, euer Hund ist frei unterwegs und ihr habt keine Ahnung, was der macht. Dann kann der sich sehr schnell anstecken. Nächste Variante, euer Hund hat freien Auslauf, ist aber immer unter Aufsicht. Dann kommt es zur nächsten Frage. Genauso wie wenn euer Hund keinen freien Auslauf hat, hat euer Hund Kontakt zu Artgenossen, die nicht bei euch leben. Also fremde Hunde. So. Wenn nein, also euer Hund hat entweder keinen freien Auslauf oder aber hat Auslauf, der immer unter Aufsicht stattfindet und keinen Kontakt zu anderen Hunden, dann seid ihr in der Risikogruppe A. Das ist die niedrigste Risikogruppe. Da kann relativ wenig passieren. Ihr findet, euer Hund ist nie unbeaufsichtigt und er hat eigentlich so gut wie keinen oder keinen Kontakt zu anderen Hunden. Dann kann er sich weder bei Kot, bei fremden Tieren, noch bei fremden Hunden anstecken. Fertig. Dann hat er eine sehr niedrige oder verhältnismäßig niedrige Wahrscheinlichkeit, sich mit Würmern anzustecken. Im Vergleich zur Risikogruppe D, euer Hund ist ohne Aufsicht im Wald alleine unterwegs. Kannst du halt nicht, ne? So. Hat euer Hund aber zum Kontakt zu Artgenossen zum Beispiel, dann würden wir jetzt wieder eine Gruppe runterrutschen und da wird wieder gesagt, okay, frisst er Aas oder Kot von anderen Tieren und Artgenossen? Wenn ja, bist du wieder in der Risikogruppe D. Wenn nein, ist wieder die Frage, frisst euer Hund Beutetiere? Ne? Das wäre wieder so der Jagdhund oder ein Hund, der im Zweifel einen Jagderfolg hat. Und dann
bist du entsprechend in der Risikogruppe B oder C. So, und anhand dieses Schemas, das ich euch jetzt bildlich dargestellt habe, kann man eine Reihe von Testfragen machen. Die findet ihr auch bei der ESC-CAP direkt auf der Homepage. Habe ich euch unten verlinkt, könnt ihr einfach mal machen. Und je nachdem, wie ihr da antwortet, werdet ihr eine entsprechende Impfempfehlung oder zumindest die Empfehlung auf Code-Test bekommen. Das ist jetzt erstmal ganz wichtig zu verstehen. Das ist eine Empfehlung. Das heißt nicht, ihr müsst euren Hund so oft impfen. Die empfehlen euch, pass auf, wenn dein Hund viel freiläuft und noch Mäuse und Hundescheiße frisst, dann solltest du ihn lieber einmal im Monat entwurmen. Das ist deren Empfehlung. Das musst du nicht tun. Aber die Empfehlungen haben Hand und Fuß, denn die machen sich Gedanken. Ihr könnt diesen Test mal machen und dann werdet ihr relativ schnell feststellen, wenn ihr alles mit Nein beantwortet, dann sagen die, hey, da reicht einmal im Quartal. Und das ist auch der Stand, auf dem ich gelandet bin. Ne? Meine Hunde laufen zwar frei, aber nicht ohne Aufsicht, fressen keinen Kot, fressen keine Beutetiere, jagen keine Mäuse. Die fressen mal Schafscheiße, aber wenn das viel ist, dann kann ich dann ja immer noch entwurmen. Aber in der Regel habe ich relativ wenig Berührungspunkte. Aber wenn dazu ein paar andere Sachen kommen, wie du hast ein kleines Kind im Haushalt, du hast super viel Kontakt zu Artgenossen, dein Hund geht mit auf die Jagd oder frisst einfach Mäuse oder frisst Scheiße, muss auf eine Ausstellung, wird als Arbeitshund wie in der Therapie oder so eingesetzt, dann ändert sich diese Empfehlung. Dann kann es sein, dass ihr die Empfehlung kriegt, hey, mach das bitte einmal im Monat. Dann macht das auch wieder Sinn. Ein Hund, der Begleithund in der Schule eingesetzt wird, wie zum Beispiel in unseren Schulhund-Videos. Ja, die müssen sauber und gesund sein. Du kannst den Hund nicht den ganzen Tag mit Kindern rumhantieren lassen. Die fassen den Hund an, die streicheln den, die ziehen den auch mal am Schwanz, wo er gerade vorher reingeschissen hat, und danach popeln sie sich in der Nase und dann, ihr versteht das. Ja, also anhand eures Risikos, wenn ihr diese Fragen runtergeht, kriegt ihr eine Empfehlung des ESC-CAPs, wie oft ihr euren Hund entwurmen solltet. Und ich habe mich da immer relativ gut dran gehalten. Ich habe es jetzt nicht immer alles Vierteljahr gemacht, aber wir haben es immer vor Weihnachten gemacht, immer vorm Urlaub, immer wenn wir nach Holland gefahren sind, wenn wir zum Beispiel mit der Hundeschule 5 Tage in Holland waren, vor Ausstellungen habe ich es damals gemacht. Also wir haben schon 3 oder 4 Mal im Jahr auch entwurmt. Ja, oder aber, wenn es halt wirklich, wenn die Gaia jetzt komplett Scheiße gefressen hat, dann habe ich auch lieber einmal mehr entwurmt. Ich weiß, dass sich da die Geister scheiden. Ne? Da wird der eine oder andere jetzt sagen, ja, aber das ist voll die Chemiekeule. Mal Hand aufs Herz. Ja, das ist eine Chemiekeule. Und sicherlich hat das Nebenwirkungen, die nicht schön sind. Wie jedes Medikament für uns auch. Aber es ist immer eine Abwägung von Risiken. Die Krankheit an sich ist meistens viel schlimmer als die Nebenwirkungen des Medikamentes. Also viel, 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 viel schlimmer. Und auch wenn die Krankheit nur einen von 1000 betrifft und die Nebenwirkung von mir aus 50 von 1000, also 5%, sag ich jetzt mal, ist irgendeine Zahl, dann ist es trotzdem noch besser, die Nebenwirkung in Kauf zu nehmen. Also wenn ich Migräne habe, richtig krass Migräne habe, dann ist mir scheißegal, welche Nebenwirkung die Tabletten haben. Das könnt ihr mir glauben. Weil ich habe dann so Kopfschmerzen gehabt, dass ich meinen Kopf gegen die Wand gehauen habe vor Verzweiflung. Wirklich. Also mit Krankenhaus und ich kann nicht mehr und so. Also wirklich richtig schlimm. Und so ähnlich sehe ich das bei den Würmern auch. Das ist nichts, was dein Hund jetzt ad hoc innerhalb von einem Tag oder so killt, ne? Aber das ist eben das Problem. Du kriegst es nicht mit, die vermehren sich, und wenn die einmal da sind und wenn die einmal groß sind und der dann auch einmal geschissen hat, hat er gleich tausende andere Hunde im Zweifel angesteckt. Aber wenn die einmal da sind und einmal im Organismus sind, dann kriegst du die da richtig, richtig schlecht und schwer raus. Und dann wird es ganz, ganz, ganz schwierig, da auf einen Punkt zu kommen, an dem man safe ist, an dem der Hund wieder gesund ist. Lieber am Anfang das Kleinhalten und dafür sorgen, dass es gar nicht so weit kommt. Weil dann hast du mal Hakenwürmer, Spulwürmer, Bandwürmer, Herzwürmer, richtig beschissene Geschichte. Beim Louis hätte man bei einem früheren Punkt hätte man vielleicht noch mit Tabletten arbeiten können. Der Louis hat jetzt Giftspritzen gekriegt, weil die Herzwürmer so weit entwickelt schon waren, dass mit Tabletten nichts mehr zu machen war. Es ist kein Spaß. Und ich bin mir der Tatsache bewusst, dass viele von euch das kritisch sehen und skeptisch sehen. Aber es ist halt auch meine Verantwortung zu sagen, ich will, dass meinem Hund gut geht, meinem Kind gut. Ich lasse auch mein Kind gegen Grippe impfen. Auch wenn ich hoffe, dass es nie eine Grippe kriegt. Und nach der Grippeimpfung liegt es 3 Tage flach. Aber lieber hat es die Grippeimpfung als eine richtig krasse Grippe. Und dann sind wir jetzt wieder, ne, Corona geht jetzt noch ein bisschen weiter. Da haben wir halt einfach, bei Corona haben wir einfach keine Daten. Corona ist neu, 2 Jahre ist null. 2 Jahre ist null an Daten, die man hat, ganz wenig. Aber Würmer bei Haushunden oder bei Würmer bei Tieren und Gebrauchstieren,
Da haben wir über Dekadendaten. Und da kann man sagen, pass auf, es ist einfach besser, wenn du die behandelst. Das ist das kleinere Übel. Ich kann euch nur empfehlen, eure Hunde zu entwurmen oder zumindest einen Kottest regelmäßig zu machen. Ich kenne Kunden, die machen das einfach standardmäßig zweimal im Jahr. Immer wenn die zur Routineuntersuchung gehen, gehen die Kotprobe mit ab. Und wenn es heißt, hat keine Würmer, ist alles gut. Und wenn doch, wird er halt behandelt. Und ich kenne aber auch Hunde und Kunden, die sagen, ich mache das einfach im Quartal mit und fertig. Bei uns ist es ganz praktisch. Wir geben ja zum Beispiel Simparica und viele unserer Hunde in der Huta müssen auch Simparica kriegen. Ne? Also sind die verpflichtet. Aber es gibt auch Hunde in der Huta, die zum Beispiel Scheiße fressen. Ja, du kannst manchmal nicht so schnell die Kacke wieder aufsammeln, wie Emma die gefressen hat. Und dann sagen wir denen Bescheid, dann wird die entwurmt. Fertig. Auch wenn wir davon ausgehen, dass alle anderen behandelt sind. Aber der Teufel ist ein Eichhörnchen. Ich kann euch nur raten, lieber euren Hund einmal zu viel zu entwurmen als einmal zu wenig. Macht diesen Test von dem ESC-CAP, da werdet ihr feststellen, welches Risiko ihr tragt mit euren Hunden und dann könnt ihr euch selbst Gedanken machen, ob ihr dieser Empfehlung nachkommen wollt oder nicht. Oder ob ihr einfach sagen wollt, scheiß ich drauf. Ich würde es euch nicht raten. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch mal so ein bisschen erklärt, wo das Ganze herkommt und wie es überhaupt zu diesen Empfehlungen kommt. Und viele kennen diesen Test, dieses Testschema des ESC-CAPs gar nicht. Und ich finde das super einfach, super eindringlich. Und ihr könnt euch auf der Internetseite vom ESC-CAP wirklich über die Teilnehmer da, ihr könnt euch da richtig gut informieren. Das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Seite, wenn es um Parasiten geht. Und ist meine Go-To-Seite, weil das ist so ein bisschen das Robert-Koch-Institut für Hundeparasiten. Ne? Also ich brauche mir das nicht bei Futalis oder Zoo & Co. durchlesen, weil das einfach nur hat irgendjemand zusammengeschrieben, der keine Ahnung hat. Da beim ESC-CAP sind genau die Fachleute, bei denen ich davon ausgehen kann, dass sie wissen, worüber sie reden. Denn die machen nichts anderes, als über Parasiten und Tiere Bescheid zu wissen. So, das war's für mich heute. Ich bin jetzt raus. Ich wünsche euch einen schönen Tag.